Ja, meine Kernaussagen sind, dass in der hausärztlichen Praxis bestimmte Organisationsvorgänge, die wir eigenverantwortlich gestalten können, eine noch höhere Sicherheit für den Hausarzt und seine Patienten ergeben, dass es relativ wenige sich ständig wiederholende Probleme gibt, die wir kennen, die wir aber auch beheben können, und dass wir auf diese Art von der Top-Liste, wir sind innerhalb der Gesamtärzteschaft diejenigen, die bezogen auf die Anzahl der behandelten Patienten die geringste Anzahl der Behandlungsfehlerfeststellungen haben, noch besser werden können. Für mich bedeutet Hausarztmedizin, da zu sein, wo die Patienten leben, in ihrem Umfeld, bedeutet für mich, eine Verbindung einzugehen, die ungefähr 50% länger dauert als die durchschnittliche deutsche Ehe, die bei 11,7 Jahren steht, ist die Hausarztverbindung etwa 15,4 Jahre. Und vor allen Dingen da zu sein, auch in ganz besonders schwierigen Lebenssituationen, wo viele Fachdisziplinen an einem Patienten arbeiten, aber der Patient eine Empfehlung für eine Lösung braucht, indem man alle Befunde zusammenzieht. Wir brauchen die Nähe zum Patienten, wir brauchen auch dringend Kenntnisse über sein Lebensumfeld, mit wem er lebt, welche Lebensziele er hat, weil alles das erst möglich macht, einzuschätzen, welche Therapie bei gesicherter Diagnose für ihn überhaupt die richtige ist.